Irgendwie geht die Sommerpause schon viel zu lange. Wann geht's wieder los? Erst im September? Das kann ja nicht wahr sein. Freunde, ich halt's nicht mehr aus. Wir müssen jetzt irgendwas über die höchste Spielklasse in Hessen bringen. Da muss doch irgendwas sein. Ich hab's. Wie wär's mit News? Was steht hier? Ich habe da was Schönes. Türkgücü Friedberg hat einen Ex-Bundesliga-Profi verpflichtet. Ginsheim freut sich über Spendengelder und gleich 4 neue Clubs sind aufgestiegen. Das klingt doch nach einem Plan. Rollt das Intro! Und damit hallo und herzlich willkommen zur allerersten Ausgabe der Lotto Hessen Liga News. Wir sind ab sofort einmal wöchentlich für euch am Start mit Meldungen der vergangenen Woche. Kompakt zusammengefasst das Ganze, damit es auch an den spielfreien Tagen etwas für euch zu vermelden gibt. Und wir starten auch gleich rein mit unserer ersten Geschichte des Tages und dafür geht's nach Ginsheim. Da hat sich schon ein bisschen was getan am Transferkarussell, da wurde schon ordentlich gedreht. Die Abgänge der beiden offensiv starken Akteure Henok Teklap und Can Özer, die wiegen natürlich schwer. Doch in diesen unsicheren Zeiten gibt's auch noch ganz andere Themen zu bewältigen für die Vereine da draußen. Viele der Sponsoren, die die Mannschaften schon seit Jahren unterstützen, die sind auch in der Krise, die sind wirtschaftlich gebeutelt und sind momentan einfach nicht zahlungskräftig, können die Vereine nicht so unterstützen, wie sie es gerne wollen würden. Und auch den VfB Ginsheim hat es da ordentlich getroffen, aber die haben sich was Cleveres einfallen lassen, nämlich haben sie eine Crowdfunding-Kampagne ins Leben gerufen mit dem Motto Alles oder Nichts. Das Ziel waren dabei 5000 Tacken, also jede Menge Geld, die da zusammenkommen sollte. Und Alles oder Nichts heißt in diesem Fall, man sammelt 5000 Euro, aber wenn man das Spendenziel bis zum Stichdatum 30.06. nicht zusammenbekommt, zahlt man jeden Penny wieder zurück. Und wie ist es ausgegangen? Ginsheim hat die Kohle bekommen, hat das Geld zusammenbekommen. Es war knapp am Ende. Ja, es war knapp, aber es hat gereicht. 5.400 Euro sind es dann am Ende gewesen, die im Topf gelandet sind. Ginsheim freut sich über Gelder hier in dieser schwierigen Zeit und wir freuen uns, dass es in Ginsheim in Zukunft auch finanziell gut aussieht. Glückwunsch auch auf jeden Fall von uns. Ginsheim damit sicherlich etwas leichter unterwegs, bis es endlich wieder losgeht. Nicht schnell genug losgehen kann es auch für unsere Aufsteiger, die nach den Abgängen von Kassel und Stadtallendorf die Liga auffüllen auf 20 Teams. Unglaublich, muss man sich mal vorstellen. Die neuen heißen Zeitzheim, Hünfeld, Erlensee und Flieden. Herzlich willkommen in der Lotto Hessen Liga. Schön, dass ihr mit dabei seid. Für Flieden und für Hünfeld war es ja eine kurze Abstinenz, haben den direkten Wiederaufstieg gleich klargemacht. Die Buchonia ist da als quotientenstärkster Zweiter aufgestiegen aus der Verbandsliga. Da freuen wir uns drauf auf die beiden, aber auch die zwei komplett neuen Teams, auf die freuen wir uns auch. Der SV Zeilsheim ist zum ersten Mal dabei in der Lotto Hessenliga. Die waren nun seit 4 Spielzeiten in der 11 Team Sports Verbandsliga Mitte. Jetzt also hat es endlich geklappt mit dem Aufstieg. Wir freuen uns und die haben auch schon ordentlich gewildert auf dem Transfermarkt mit Leonardo Bianco und auch Dennis Topçu kommen nämlich zwei Akteure vom FC Eddersheim, also 10 Kilometer südlich in den Norden geflitzt. 2 vom Tabellenvorjahresdritten, das ist mal eine Hausnummer. Also ganz, ganz starke Transfers von den Neulingen. Ebenfalls neu mit am Start ist der erste FC 1906 Erlensee. Die haben sich in den letzten 15 Jahren von der Bezirksoberliga Ost hochgekämpft bis in die höchste Spielklasse Hessens. Also wenn das mal nichts ist. Und wir sind auch schon sehr gespannt, wie das erste Jahr der Seestadt in der Lotto Hessenliga ablaufen wird und freuen uns und wünschen ganz viel Erfolg an alle Aufsteiger. Zum Abschluss dieser ersten Sendung schauen wir noch auf die Top-News der Woche und da geht's nach Friedberg. Denen ist nämlich der absolute Transfer-Coup gelungen. Zuletzt in der 3. Liga für Carl Zeiss Jena am Ball, ehemaliger U20-Nationalspieler und ein Junge aus Oberursel. Die Rede ist natürlich von Patrick Schorr, der von Carl Zeiss Jena zu Türkgücü Friedberg wechselt und diese dann kommende Saison verstärken wird.
toller Transfer. Da muss man aber ein bisschen abwarten, erstmal auf die Bremse treten, denn er hat ja seine Profikarriere daher beendet, dass er gesagt hat, sein Körper macht nicht mehr mit. Er war sehr verletzungsanfällig in den letzten Jahren und ein Blick auf seine Leistungsdaten verrät das dann auch eindeutig. Da sehen wir 8 Spiele in 2019-20, die er da noch gemacht hat. Die meisten hat er verpasst mit einem Muskelfaserriss, einer Muskelverletzung und auch Achillessehnenprobleme. Also da müssen wir erstmal schauen, ob er da Türkgücü sofort helfen kann, ob er vielleicht noch braucht, um körperlich da auch fit zu sein. Aber ein Mann mit viel Erfahrung, ein absoluter Promi-Neuzugang in der Lotto-Hessen-Liga. Da freuen wir uns richtig drauf, ob er was da auf den Rasen zaubern kann für TGF. Auf jeden Fall freuen wird sich sein ehemaliger Teamkollege Julian Duda. Die beiden sind jetzt wieder vereint, haben damals zusammen in der U17 von Eintracht Frankfurt gespielt und wurden auch zusammen damals deutscher Meister. Vielleicht ein gutes Vorzeichen für die Friedberger. Wir werden sehen. Wir sind auf jeden Fall auch gespannt auf Patrick Schorr und seine Leistung in den neuen Farben. Und das war's dann auch schon von der allerersten Ausgabe Lotto Hessen Liga News. Die laufen jetzt einmal wöchentlich, immer montags. Ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Und für alle Vereinsvertreter, sei es Spieler, Trainer oder Leute, die sonst so im Verein arbeiten, wenn ihr was für uns habt, also News, Wissenswertes, dann schickt uns einfach eine Mail an die eingeblendete Adresse lottohessenliganews@gmail.com. Und da ist es egal, ob es um Transfer-News geht, um Baumaßnahmen, auf die man besonders stolz ist oder sonstige Entscheidungen im Verein getroffen wurden. Schickt uns das einfach. Wir freuen uns über alles. Wir bieten euch die Plattform hier in den Lotto Hessen Liga News und dann hoffe ich, dann schaltet ihr auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin, machen Sie es gut.